Ei Gude und herzlich willkommen zurück zu Smallland. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute probieren wir es nochmal. Ja, Freunde, denn ich hatte in der letzten Folge ja schon angekündigt gehabt, wir kümmern uns nochmal um den Nashornkäfer. Das lässt mir irgendwie gar keine Ruhe und geht mir total auf den Senkel, dass ich den nicht geschafft habe. Zumal man ja auch von der einen oder anderen Seite gehört hat, Mensch, der ist eigentlich ganz einfach. Man muss halt nur ein bisschen ausweichen und die richtige Waffe wählen und nicht mit dem stumpfen Zeug drauf rumklopfen, mit dem ich es das letzte Mal versucht habe. Und deswegen heute der erneute Versuch und ich hoffe, wir schaffen ihn auch. Denn ich will einfach hier auch komplett weg aus der Ecke und ich möchte das Thema komplett abgeschlossen haben und ich möchte mich mit dem Vieh eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Und diesen Makel, der so gerade auf mir lastet, ja, einfach ablegen. So, ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe hier unten in der Nähe vom Käfer, habe ich mir ein Domizil gebaut. Und ja, ich würde mal sagen, wir quatschen gar nicht lange rum. Und nach einem kurzen Intro geht's los. Bis gleich. So, wir stehen hier quasi drin in unserer Hütte oder in meiner Hütte oder in unserer Hütte, ist ja auch egal. Gerade nochmal einen Schluck aus der Pulle. Dann futtern wir gerade nochmal was, denn das brauchen wir auch. Ich glaube, wir können das auch hier nochmal etwas umverteilen. Wir brauchen ja auch nicht alles dabei zu haben. Ihr seht selber, ich versuche es gerade etwas relativ sparsam zu gestalten hier, beziehungsweise übersichtlich. Und wir brauchen eigentlich nur das Schwert. Ja, also ich habe gehört, das Schwert ist das ist die Waffe der Wahl. Und die probieren wir natürlich jetzt auch aus. Und ich bin so gespannt, Leute, ob das so funktioniert. So, speichern. Geht schon mal gut los. Wir kommen nicht aus der Hütte raus. Jetzt musste ich mich gerade noch mit einem kleinen Käfer hier beschäftigen. Und ich habe die Steinrüstung wieder angezogen. Und es ist Winter. Und ich hoffe, das haut jetzt nicht allzu sehr rein. Und wir gucken mal, ob wir den einfach mal so von der Seite anquatschen können mit dem gezückten Schwert. So. Jetzt hat er mir wieder eingegeben. Oh, der hat gesessen. Dem muss man aufpassen auf diese Attacke. Ja, genau. Jetzt kommt natürlich auch noch das Wetter zum Tragen. Gleich dürfte ich ihn haben. So. Da liegt er, der Arsch. Da haben wir ihn, Freunde. Ich wusste doch, es geht. Ich wusste doch, es geht. Dieser blöde Hund, dieser blöde. Ach Leute, aber da habe ich mich auch ein bisschen dämlich angestellt, beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht so dämlich, immer springend auszuweichen und stellt euch einfach genug Tränke her. Dann funktioniert der ganze Lachs auch und dann ist nämlich auch schick. So,
haben wir das wenigstens auch fertig. So, der friert sich natürlich gerade Bips ab. Das heißt, wir legen mal wieder unsere Kampfklamotten an, unsere Winterklamotten hier. Genau, dann können wir nämlich hier erstmal wieder diese Sachen anlegen hier. Und wir nehmen natürlich wieder nur das Nötigste mit. Das heißt, unser ganze Graffel hier, die Steine. Den Rest können wir eigentlich hier unten lassen, falls wir nochmal hier irgendwie sind. Dann haben wir wenigstens was auf Halde. Dann lassen wir nämlich das Essen erstmal hier. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch mehr Essen. Das nehme ich aber gerne wieder mit. Und der Rest kann eigentlich... Was haben wir hier? Ach komm, den Ameisenspieß nehmen wir auch noch mit. Dann kann das von mir aus auch so bleiben. So, reparieren. Und das hat gar nicht so weh getan. Ist gar nicht so viel kaputt gegangen, bis auf den Brustpanzer. Der hat ein paar Schläge abgekriegt. Also ihr habt selber gesehen. Mein Gott. Es war jetzt gar nicht so spektakulär, wie ich eigentlich ursprünglich gedacht habe. Du bist eigentlich nur damit beschäftigt, hochspringen, ausweichen, hochspringen, ausweichen. Und ihr habt ja selber gesehen, er macht macht irgendwie zwei Attacken, wenn ich das richtig gesehen habe. Einmal, wo er von oben nach unten springt, da am besten auch parallel springen, ja. Oder aber, wenn er diesen Ansturm macht, seht zu, dass ihr zur Seite rollt oder euch hinter einem Stein versteckt oder so. Das sah gerade ein bisschen unkoordiniert aus, aber tatsächlich hatte ich mir im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht, wie ich das bewerkstelligen möchte. So, jetzt gehen wir erstmal wieder ab und müssen aufpassen, dass wir hier nicht gleich von so einem scheiß Käfer wieder angegriffen werden. Da vorne ist nämlich schon einer, denn es ist ein bisschen problematisch, wenn du mit der gepolsterten Rüstung rumläufst, aber man kann ja auch irgendwie, ja, man könnte ja auch kombinieren, ne? Also mit kombinieren meine ich zum Beispiel, dass man irgendwie ein gepolstertes Teil trägt und dann den Rest Steinrüstung, dann frierst du wenigstens nicht gleich ganz so übel durch. So, da oben sind gleich Wespen, Bienen, das kennen wir ja. Hier hatte ich mir übrigens schon mal einen Unterstand hingestellt gehabt, was mich irgendwann mal so gefroren hat. So, du Brumsesumse, komm her. Noch jemand? Ohne Fahrschein? So. Dann hängt da hinten bestimmt doch wieder so eine Bulldog-Ameise rum. Weil die nämlich immer hier hinten rumhängt. Aber da ist noch Harz. Das nehmen wir gerne mit. Weil irgendwie habe ich nämlich immer weniger Harz. Da ist sie doch. So. Mistvieh. Und immer mitnehmen, ne? Immer mitnehmen, was ihr mitnehmen könnt. Also das ist echt so das Credo in dem Spiel. Was ihr habt, habt ihr, ne? Und ich weiß nicht, wie oft ich schon gedacht habe, ach komm, lass mal Harz liegen, brauchst ja eh nicht, ja? Und dann habe ich auch da gestanden, scheiße, kein Harz mehr. Das ist ja jetzt doof. Also das passiert tatsächlich auch, Freunde. So, jetzt geben wir aber erstmal die Quest ab. Und dafür müssten wir, glaube ich, wir werden es ja sehen, was wir gleich dafür bekommen. So, da ist der gute Skadi. Komm mal her, Otto. Wir müssen mal reden, mein Freund. Habt ihr das Nashorn gebracht? Nashornhorn. Ich erkenne dieses Horn. Dieser Käfer ist einst durch die Sümpfe gezogen. Keine Ahnung, was er am Strand zu suchen hatte. Hat mich sofort angegriffen. Sie könnte mehr darüber wissen, weil sie eine Expertin für die Kreaturen der Sümpfe ist. Karte aktualisiert. Und wir haben jetzt eine Gecko-Leckerei. Das heißt, wir können Geckos zähmen. Ja, das werden wir dann demnächst auch mal machen. So, jetzt erstmal Lisandra. Das heißt, wir haben eine neue Questgeberin. Die ist da hinten. Alter Schwede. Das ist ja jetzt... ist ja nett. So, wir gehen aber erstmal zurück zu unserem Baumlager. Und mal ein bisschen aufwärmen. Und dann gucken wir mal als allernächstes, dass wir dann zu... Ach, guck mal, hier sind wieder Erdbeeren. Aber ich habe noch das Beil, habe ich dabei. Das haben wir ja dabei, das Beil. Schnuppidi, schnuppidi. Dann gucken wir nämlich mal, was man für dieses Gecko-Leckerchen braucht.
Und dann gucken wir mal, dass wir uns vielleicht noch... Naja, ich glaube, heute werden wir es nicht mehr schaffen. Aber dann in der nächsten Folge mal einen Gecko zähmen. Und gucken mal, was der so drauf hat. Ich bin nämlich gespannt. Hier ist er. Ach, mein Baum ist da hinten. Wieso laufe ich eigentlich mal so kariert? Ich verstehe das nicht. So, ich saß gerade noch. Und hier ist noch... Mitnehmen. Da ist der Aufzug zum Baum. Dum, 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 dum. Bleib mir bloß von der Pelle, du. Kackkäfer. Ich weiß nicht, ich hasse diese Bockkäfer, ne? Die nerven mich so richtig ab, die Jungs. Ey. Ach, Inventar ist voll. Ach so. Alter, dann sag's doch. So. Dum, 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 dum. Jetzt wird es aber finster, finster. Wetter wird schlecht. Ich hatte, als ich mir das Haus gebaut habe, da fing es auch an zu schneien. Das muss ich euch gerade noch erzählen. Vielleicht habt ihr das gleiche hier erlebt. Und als das Haus fertig war und das Dach drauf gewesen ist, hat es trotzdem ins Haus reingeschneit. Ich habe zwar keinen Kälteschaden bekommen, aber das sah schon ziemlich beknackt aus. Und wo zum Geier ist eigentlich mein... Heißluft. Aufzug. Und warum ist der nicht da? Lass dir ruhig Zeit, gar kein Problem. Ist ja nicht so, dass ich hier kurz vorm Abnüppeln bin. Ja, Mann. Mach hinne. Ey, ist unglaublich. Das ist tatsächlich was, das hatte ich aber auch im Stream letztens gesagt und da habe ich auch schon Feedback von euch bekommen, es total nervig ist, diese Doppel- und Dreifachabfrage. Willst du auf den Baum? Willst du auf den Baum? Willst du auf den Baum? Ja. Ja. So. Jetzt aber mal schnell rein in die Hütte. Boah, ist das kalt. Brrr. So. Da, seht ihr es? Sie schneit nämlich in die Hütte rein. Ist irgendwie ein bisschen buggy, ne? Aber passieren tut ihr nichts. So, da können wir noch Zeug reinpacken. Hat hier gerade jemand geklopft oder habe ich irgendwas am Ohr? So, da kommen noch ein paar Bärchen rein. Da haben wir Kakerlakenfleisch. Igitte, ey, es ist so, wenn ich das Igitte. Wer will denn sowas essen? Da haben wir noch Harz. Da hatte ich noch Ausrüstung. Genau, Kakifleisch kommt hier rein. Flügel haben wir noch. Die kommen da rein. Da haben wir noch ein bisschen Insektenpelz. Da haben wir noch davon was. Und hier haben wir noch eine Mandibel. So. Aber repariert sind wir. Das werden wir hier nicht rausfinden, aber dafür hier. Ach, Stein. Wir brauchen mal ein bisschen Stein. Und jetzt ist der Brustpanzer wenigstens auch repariert. Und wie sieht es nahrungsmitteltechnisch aus? Das geht auch. So, jetzt können wir aber erstmal wieder die Rüstung hier oben in die Kisten reinlegen. Bam, bam, bam.
Ich müsste mir unten eigentlich auch noch meine Kiste hinstellen für Tränke, ne? So, jetzt brauche ich aber erstmal, was mich gerade echt nervt. Hier ist es so finster. Was brauchen wir dafür? Da brauchen wir doch Harz. Das war mir klar. Ja, doof nur, dass ich das andere Harz in der anderen Kiste gelassen habe. So. Wir wollen das hier bauen. So, und jetzt können wir mal gucken. So, ich hätte es aber gerne. So, mal gucken, ob das so geht. Tatsächlich. Das ist ja auch geil. Das ist halt richtig geil, ne? So, und dann kannst du das nämlich so nehmen und drehst ihn einfach mal so rum. Ja, und dann müsste der eigentlich... So, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Haha, das ist ja geil. So mag ich das. Ja. So. Dann wieder zurücksetzen und zack, hast du einwandfreie Beleuchtung. So machen wir das. Genau, ich wollte mal gucken, was wir brauchen, um dieses Leckerli, Gecko-Leckerli, Grashüpfer-Leckerei, Sauerampfer-Suppe. Eine köstliche Mischung. Oh, Sauerampfer-Suppe, die ist auch richtig gut. Und die hat Kälteschutz sogar, guckt mal an. Den Sauerampfer habe ich neulich gefunden, als ich farmen war. Das habe ich euch gar nicht gezeigt. Das sieht einfach aus wie, ja, einfach grünes Unkraut. So, Gecko-Leckerei. Was brauchen wir? Ameisenkopf, Bienenkopf, Blütenblatt, Saatenöl. Haben wir doch alles am Start, Freunde. Können wir uns eigentlich mal welche herstellen? So, wir brauchten 10 davon, 30 hiervon. Und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Blütenblätter, ne? Blütenblätter? Blütenblatt und Saatenöl, sag ich doch. Blütenblätter und Saatenöl. Wollen wir uns nicht mal so ein, zwei herstellen. Von den Bienenköpfen haben wir sowieso genug. Ich weiß nie, wohin mit den Dingern. Jetzt haben sie wenigstens mal einen Sinn. Spinneneintopf. Nom, 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 nom. So, Sauerampfer hat 360, 240 Sekunden Kälteschutz. Ja, ist ja jetzt auch nicht so die Welt, ne? Was macht denn der Feeneintopf? Auch der hat Kälteschutz. Ja, aber da brauchen wir Knoblauchblatt. Wir müssen unbedingt Knoblauch finden, Leute. Also wenn Frühling ist, gehen wir mal auf die Suche nach Knoblauch. Mich nervt es ja schon ab, dass man den halt, oder ich zumindest noch nicht gefunden hat. Habe. So. Dann können wir in der nächsten Folge mal einen Gecko jagen gehen. Und ich hoffe, der ist ein bisschen kooperativer als die bescheuerte Grille. Sonst muss ich nämlich leider ein bisschen laut werden. So, der kommt da rein, das kommt da rein. Und das kommt da rein. Und dann haben wir das auch soweit durchsortiert. Das packen wir auch erstmal hier rein. Das nehmen wir das nächste Mal da mit. In der Hoffnung, dass wir es nicht vergessen. Und dann war es das für heute auch schon wieder. War eine relativ kurze Folge jetzt. Macht aber nichts, weil die Folge gestern war, glaube ich, ein bisschen länger. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das war ja prinzipiell nur mal der Bosskampf, den wir heute nochmal nachholen wollten. Und ihr seht ja selber, was ihr als Belohnung dafür bekommt. Nämlich das Rezept für die Gecko-Leckerei. Und ich bin mal gespannt, wie das Vieh drauf ist. Und wir werden es ja sehen. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis demnächst. Tschö. Mitte.